Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Rome 2 Total War mit dem Königreich Makedonien. Und meiner Wenigkeit Fighting Joe, hätte ich doch fast Epirus gesagt. Ja, es ist irgendwie gerade so ein bisschen Flashback. Und wir haben uns ja dazu entschieden, endlich mal nicht mehr feige uns zurückzuziehen, sondern den Kampf anzunehmen. In der Schlacht von Epeiros 258 vor Christus. 258 vor Christus. Wer hat denn da gerade mal Makedonien regiert? 258 vor Christus war es immer noch Antigonos der Zweite, Gonatas. Ist nämlich Antigonos der Erste, Monoptalmos, der zusammen mit Demetrios das die antagonidische Dynastie gegründet hat. Ja, also wie gesagt, mit der Dynastie von Alexander hat das wenig zu tun. Es ist Antigonos Gonatas und wir sind fertig mit dem Laden. Wo stellen wir uns denn auf? Machen wir feiges Hill Camping? Auf der einen Seite feige, auf der anderen Seite ist der Gegner natürlich in der starken Überzahl. Wie sehen das aus? Und zwar marschiere ich dann auf. Naja, das ist ja Edge Camping. Aber die Zahl hat gesagt, nee. Und sie wollen uns ja vertreiben. Und es wäre tatsächlich, um das jetzt mal recht zu rechtfertigen, natürlich, wenn man es historisch sieht, genau die Art von Taktik, die man anwenden würde als makedonischer General. Ich wäre ihn. Ja, in Epirus eingefallen. Natürlich. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Von da. Gut, dass ich mich nicht für den anderen Hügel entschieden habe. Also ich wäre in Epirus eingefallen, hätte angefangen zu plündern, die umliegenden Gebiete, bis ich ihn gezwungen hätte, sich mir zu stellen. Und die ganze Zeit, während ich geplündert hätte, hätte ich natürlich gesucht, wo ist denn eine Position, die ich gut verteidigen kann. Und wenn ich die gefunden hätte, hätte ich ihn dahin gelockt, hätte da Stellung bezogen quasi. Ja, und dann hätte ich gewartet. Also, das ist gängiger militärische Praxis. Natürlich hätte er mich hier noch flankieren können, aber das kann er glücklicherweise nicht, weil... Ach, Computerspiele sind einfach schön. Stellt euch das doch mal vor, irgendwie Austerlitz und dann marschiert die Division durch den Nebel und dann... Excusez-moi, mon général. Hier ist eine rote Linie, wir können hier nicht weiter. Aber da ist doch das Gelände offen. Es tut mir leid, so sind die Regeln. Ist fast so schön, falls das irgendwer kennt, Robot Chicken Star Wars. Das ist auch extrem witzig mit dem Todesstern. Stehen dann so zwei, ja, ihr wollt mich angreifen, oder was? Da stehen so zwei, Militär... Ja gut, und was lassen wir es runterlaufen. Stehen da halt so zwei imperiale Offiziere auf der Brücke von so einem Sternzerstörer und dann sagt der eine so, ja, alle Schiffe auf Endor, ich möchte, dass dieser Planet zerstört wird. Und dann sagt der andere, Entschuldigung, aber das können wir nicht machen. Aber warum? Sie haben den Todesstern zerstört. Aber sie haben den anderen Todesstern vor Jahren zerstört. Und sie haben den Imperator getötet. Die Elite des epirotischen Heeres ist bereits geschlagen. Wir haben hier
tarantinische Söldnerreiter, also er hat sich bei seiner alten griechischen Freunde aus Italien bedient. Hier sehen wir noch richtige Hopliten, wahrscheinlich die Bürger Apollonias, die ausgerückt sind. Die königliche Kavallerie ist hier auch bei Eusebius, der ja nicht der König ist, dabei. Und zur Verstärkung kommen nochmal viele Plänkler. Wir haben Heerbanner aus Illyrien und eben einige Söldner, die hier versuchen sollen, die Schlacht für das Königreich Epirus zu entscheiden. Boah, das ist mir eigentlich zu feige, hier zu warten. Aber es wäre nur sinnvoll eigentlich. Es wäre nur sinnvoll, ich könnte mal ein bisschen vorrücken. Meine Issa-Kavallerie kann mal ein bisschen locken. Ich glaube... Ah, er kommt langsam vor. Ich wollte gerade sagen, ich warte doch mal, bis er ran ist und dann vielleicht vorrückt und mache dazwischen Cut. Aber jetzt passt das. Wir haben ja den Part gerade erst begonnen. Ja, und jetzt sehen wir mal, woraus Epiroten gemacht sind. Es ist möglich, mich hier auf diesem Hügel zu stürmen. Ich bin natürlich ein bisschen eingeengt in meinen Möglichkeiten. Das ist ein bisschen das Problem. Ich muss auch persönlich sagen, ich bin einfach kein Verteidiger in diesem Spiel. In anderen Spielen, in anderen Situationen kann ich sehr gut verteidigen. Hätte ich Beschusseinheiten, wüsste ich genau, wie ich diesen Hügel verteidige. So komme ich mir ein bisschen affig vor. Das gehört auch, glaube ich, nicht so zur Doktrin, den Hügel einzunehmen wie später. Man hat natürlich versucht, den Hangvorteil zu kriegen, aber auf der anderen Seite war es nicht so ein militärischer Imperativ. So ein Muss eigentlich. Zum Beispiel in der napoleonischen Ära war es einfach dadurch schon beinahe obligatorisch, zu sagen, wir müssen versuchen, einen Hügel zu erobern, damit die Artillerie richtig schießen konnte, denn die Artillerie war ja nicht, teilweise gar nicht wirklich nach oben geneigt oder nur wenige Grad. Das Problem bei Artillerie, die nicht nach oben geneigt ist, das ist auch so ein bisschen das Problem bei der Vorstellung von Artillerie, die kann die Geschosse natürlich nicht in so einer Flugbahn schießen, sondern die schießt sie, sieht man übrigens auch bei Napoleon und Empire, eher in einer sehr flachen Flugkurve. Und diese flache Flugkurve ist problematisch für das Schießen bei eigenen Einheiten in der Schusslinie. Ist kein Problem, wenn hier das Schussfeld frei ist. Wenn hier eine Artillerie steht und nach hier schießt, dann ist das kein Problem. Was ist das? Speerträger. Dann muss mal meine Sarissa-Kavallerie hier hoffen, dass sie alle den Plänkel-Modus anhaben, ehe die illyrischen Heerbanner kommen. Und wir kriegen es tatsächlich hin, hier die vorrückenden Speerträger zu chargen. Und raus da! Sehr schön. Erstmal richtig schön die Linie. Oh, das tut weh. Aber die haben richtig schön die Linie harassed, wie es ja so schön heißt. Sie sind richtig schön einmal den Truppen hier in die Flanke gefallen und haben einiges mitgenommen. Damit haben diese Sarissa-Kavallerien erstmal übrigens sogar ihren Zweck schon halb erfüllt. Geht mal in Balance. Tarantinische Kavallerie, was sind die für ein Nahkampf? Ja, ich sehe die Sarissa-Kavallerie. Geil. Sie haben nämlich bei manchen Einheiten, so berittenen Bogenschützen oder so, eigentlich komplett den Nahkampfangriff rausgedreht. Und meine Linie steht beschissen. Obliten bereit! Liegen bereit! Heerbahn, Pikiniere! Richtet euch mal auf. Doppelte Geschwindigkeit! Ja, er soll mal ruhig zu stürmen. Reitet los! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Ruhig, Brauner.
Wir gehen mal gleich in den Angriff über. Nee, tun wir nicht. Die werden nur sehr heiter zerschossen. Er kriegt nämlich, glaube ich, Geschwindigkeitsbonus. Oh, und jetzt verschwindet die Armee kurz im Wald. Die Makedonier sind bereit! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Oh! Okay. Da hat sich Eusebius aber mal richtig gut angeschlichen. Oh. Ich muss mal meine Sarissa-Kavallerie ranziehen, um hier den Beschuss zu. Den Beschuss was zu entgegen. Die Männer wanken. Das hat meine Bürgerkavallerie komplett gekriegt. Das Manöver. Richtig schön von der KI. Sauber. Und jetzt hier hinten rein in die Spitze. Ja, das muss einfach mal ganz kurz hinhauen. Angreifen! Den Blenkelmodus aus. Ja, also in den Piken kann er mir nicht. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wie sieht's hier aus mit dem Nahkampf? Sehr schön. Und ja, wir können hier einfach mal seine Fernkämpfer abholen. Mit meiner Sarissa. Unser General wird angegriffen. Angreifen! Ey, die Müllabfuhr ist da. Das ist Mittwoch. Die kommt wenigstens pünktlich. Die kommen echt pünktlich. Oh, scheiße, hier bricht gleich meine Linie. Sarissa Kavallerie! Backside Charge. Sarissa Kavallerie! Ist nicht das allereffektivste natürlich hier mit den Sarissen das zu probieren, aber man muss ja nehmen, was man kriegen kann. Sarissa Kavallerie! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Verdammten gegnerischen General hier kriegen. Ja, jetzt ist meine Hinterhandreiterin nämlich frei. Und jetzt wird hier mal richtig aufgeräumt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Brech mir hier mal die Bürgerwehr. Du sollst die angreifen und nicht, keine Ahnung, dir einen Kaffee holen. Boah, Mann! Wenn die Einheiten natürlich nicht das tun, was sie sollen, ist mal wieder genial. Und meine Linie ist in kompletter Unordnung. Ich habe große Teile meiner Armee irgendwie nicht mit dem Geschehen, weshalb die Unterzahlsituation natürlich noch verstärkt wird. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. So, charge mir mal die Bürgerwehr aus der Bewegung ab. Ja, die tarantinische Söldnerkavallerie lebt natürlich noch. Ich habe die auch nicht beschossen, ne? Ich habe nur so getan. Und mein armer General motiviert sich mal ein bisschen. Ich erwarte eure Befehle. Schnell vorrücken! Okay. Geht alles noch? Jo, den bereit. Ich müsste Eusebius töten, ehe Antigonos Gonatas stirbt. Ich fürchte nur, Antigonos Gonatas wird sterben. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, der Charge den Hoch ist natürlich nicht so effektiv. Dafür chargen wir jetzt mal den Hügel runter. Die Kavallerie nimmt zumindest den Arsch voll Truppen mit in die
tot. Die müssten hier gleich dann einfach zerschossen werden, ne? Wenn ihr mal schießt. Warum ist der nicht in Reichweite? Hä? Sind die Steinschleuder mal langsam gebrochen? Oh, verdammt. Das Problem ist, da wo ich Übergewichte schaffen kann, dauern die Nahkämpfe einfach zu lange. Ja, schießt noch länger nicht. Das wird das Ganze besser machen. Knifflig. Aber ist immer noch nicht verloren. Ist noch lange nicht verloren. Außer jetzt stirbt mein General. Der wird doch gleich sterben. Ja! Schießt doch noch ein bisschen weniger zusammen. Und verursacht doch noch ein bisschen weniger Schaden. Hier einfach mal rein in diese Granate. Da brechen aber mal gerade die Genie durch. Zerstückelt sie! Ich könnte Antigonos Gonatas retten. Sehr schön. Und hier müssten Herbern Piken jetzt der mal bitte richtig aufs Maul kriegen, jetzt wo endlich der Beschuss ein bisschen kontinuierlich kommt. Oho! Ja, man hat echt knappe Gefechte, aber schöne Gefechte, vor allem weil die Piken jetzt ein bisschen funktionieren, ist das echt geil. Oh. Okay, du musst mal die Steinschleuder ausschalten. Jetzt mach dir mal bitte den General tot. Unser General ist gefallen. Oh nein! Muss das jetzt noch sein? Ah, okay, er ist für sein Land gestorben. Und das eindeutig ehrenhaft. Oh, scheiße. Obliegen bereit! Wie ihr befehlt! Taxiakos! Doppelte Geschwindigkeit! Schwere Kavallerie zu euren Diensten! Ehrbarmtige Niere! Aber er dreht mir den Rücken zu meinem Fernkampf. Das tut ihm natürlich weh. Söhne des Adels! Mit Angriff! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick. Knapp. Ach, klar. Die haben die natürlich sofort gebrochen. Die sind natürlich quasi instant geflohen. Wie soll die Steinschleuderer töten? Nicht seinen General abjagen. Doppelte Geschwindigkeit! Okay, dann tötet Eusebius. Das könnte seiner Moral auch nicht ganz gut tun. Obliegen bereit! Liegen bereit! Ehrbarmtige Niere! Also es hat mich auf jeden Fall die Armee gekostet, aber... Es ist eine... Ja... Ja, ihr seht, warum ich die Schleinschleuderer als die höhere Gefahr eingeschätzt habe. Ja, anstatt zu chargen, stirbt er. Realismus pur in Rome 2. Liga Makedoniens. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, die fliehen. Sehr schön. Sieg! Teurer Sieg. Ja, wir haben 2000 Mann aufgestellt. Sie haben 2300 Mann aufgestellt. Ja, und ihr seht, die Überzahl macht sich bezahlt. Ja, wir wurden teilweise ganz schön massakriert. Ein Problem war echt, dass ich meinen General da als Lückenfüller in die Linie reingeworfen habe, dass ich am Anfang eben meine Armee nicht konzentriert einsetzen konnte. Ich muss echt angreifen in solchen Schlachten. Aber... Oh, schade. Sie haben sich aber mit einem Last Hooray verabschiedet und wir haben das Epirotische hier
eindeutig mal richtig vermöbelt. Die sollen noch mal kommen. Wenigstens sparen wir uns jetzt ein bisschen Unterhalt für die nächste Runde. Das heißt, wir haben in der nächsten Runde Geld. Und mit Geld kann man sich was kaufen. Ja, passt schon. So, ich brauche eindeutig einen antagonistischen Kandidaten. Du wirst aber mal ein königlicher Petas. Zu euren Diensten. So. Oder wer ist jetzt meine Seitenführer? Dimitrios Kalos. Sichere mal die Förderung. Okay. Was? Ich erwarte weitere Befehle. Merge die beiden mal. Wir brauchen Kavallerie. Wir brauchen gute Kämpfer. Ein Fernkämpfer. Und einen Hobbiten. Oh ja, das hat wehgetan. Dann wirst du mal weiter den Chimären. Wie viele Armeen haben die denn? Wie können die sich das denn überhaupt leisten? Es ist vollbracht. Plünderst du bei mir oder bei dir? Plünderst bei Epirus gut. Wie können die sich diese Armeen überhaupt leisten? Meine Güte. Oh. Ich habe hier gerade irgendwie leichte Panik. Ich erwarte eure Befehle. Drüsen. Das Leben Schleider. Meines Soldaten, es ist ein gutes Leben. Ja. Gut, also wir sehen, leider geht es nur schleppend voran. Das liegt momentan ein bisschen daran, dass wir einfach mit der Spammer-KI so unsere Probleme haben. Die eben einfach doch auch eigentlich gerade nicht so schlecht agiert hat. Und eben einfach immer, wenn sie so viele Fernkämpfer hat, Schaden verursacht. Problem war auch, dass ich meine Kavallerie ein bisschen verschwendet habe. Außer meiner Sarissa-Kavallerie, die hat sich wirklich super gehalten. Die ist aber, glaube ich, tot. Ist die? Wir hungern nach einer Leider ist sie tot. Wie viele kriegt ihr denn? Runde 15, 30, 30, 30. Okay, das heißt, in der nächsten Runde sind das 60. Das sind schon wieder über 100, Mann. Du marschierst mal und verteidigst Apollonia. Ja, und dann muss ich leider an der Stelle schon wieder sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.